So, liebe Leute, heute versuchen wir es doch tatsächlich mal Hogwarts zu spielen. So, ich als alter Nicht-Harry Potter-Fan, beziehungsweise was heißt nicht Fan, aber ich schlafe ständig bei den Filmen ein. Man hat mich so oft versucht zu überzeugen, diese Filme doch mal alle durchzugucken. Ja, ich kenne halt ein bisschen was, aber nicht wirklich. Also, ich weiß, wer Harry Potter ist, ich weiß auch, wer Hermine ist oder. Ich komme schon wieder auf den anderen Namen nicht. Also ich weiß so ein bisschen was, ne? Auch hier dieser große. Ja, egal. Okay, ich kenne Harry Potter nicht wirklich. Auf jeden Fall habe ich gedacht, das tun wir uns doch mal an und schauen mal, wie das Spiel denn so ist, wenn man. Ups, falsche Taste. Ja, wenn man eben nicht als Harry Potter-Nerd am Start ist, sondern mehr so, ja, okay, ich weiß, Zauberei und Fliegen und Quidditch und so, kenne ich irgendwie. Hab mal ein Stück Film geguckt, aber nicht wirklich. So, da sind wir. Ja, dann fangen wir doch einfach mal an. Ich habe keine Ahnung. Wirklich null Ahnung. Und wir fangen einfach mal an. Gut, Hogwarts. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im 5. Jahr aufgenommen wurden. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Die ersten Materialien wurden für Sie abgeholt und werden Sie auf Ihrer Reise zum Schloss begleiten. Wie Sie vielleicht wissen, verbietet der Erlass zur vernunftgemäßen Beschränkung der Zauberei Minderjähriger die Anwendung von Magie durch Personen unter 17 Jahren außerhalb der Schule. Aufgrund Ihrer besonderen Umstände hat das Ministerium jedoch kulanterweise zugestimmt, dass Professor Elsa Fick Ihnen dabei hilft, Ihre Zauberkünste zu verbessern, bevor er Sie von London zum Schloss begleitet, wo Sie am Festmahl und der Einführungsfeier teilnehmen werden. Mit freundlichen Grüßen, Matilda Weasley, stellvertretende Schulleiterin. Okay, ich erkenne daraus, dass Sie uns hier quasi sagen, dass dieser Professor uns irgendwie hilft, bevor wir da ankommen. Ja gut, okay, alles klar. Machen wir. Spiel starten. Oha, Profil erstellen, ja. Ja, okay, das machen wir jetzt mal ganz fix. Ich versuche natürlich immer in dem Profil so ein bisschen mich selbst darzustellen. Das wird jetzt sehr wahrscheinlich nicht so einfach. Was haben wir denn hier? Ich muss erstmal zurechtkommen. Gesicht, Voreinstellung. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal hier irgendeinen. Nehmen wir den hier. Also wie gesagt, ich durchfliege das jetzt so ein bisschen. Ich weiß nämlich nicht genau, wie viel Zeit das jetzt hier in Anspruch nehmen würde. Hautfarbe. Ja, jetzt am Urlaub bin ich nicht mehr so hell. Oh. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wir lassen das einfach so. Was haben wir hier? Brillen? Ne, eine Brille trage ich nicht. Machen wir auch nicht. Okay. Haarfarbe. Da brauchen wir schwarz. Und vielleicht ein bisschen grau noch dazu. Das wäre ganz praktisch. Und ganz wenig Haare hier. Wo haben wir das denn? Hier sowas. Ja. Ja, das kann man so machen. It's okay. It's okay. Ja, Augenfarbe stimmt noch nicht. Vielleicht kommt das ja auch noch. Sieht sogar so aus hier. Naja, Gesichtsfarbe. Gesichtsfarbe. Hä, hatten wir das nicht schon? Achso, jetzt kommt so ein Ton quasi. Ja, keine Ahnung, Leute. Ist egal. Sommersprossen? Nö. Narben und Markierungen. Oh, Narben. Ja, Mann. Voll der Krieger hier. Ja, ich habe keine richtigen Narben. Vielleicht so ein bisschen an der Augenbraue, aber nicht solche Narben, ey. Direkt, puff. Nee, nee, nee. Nee, nee, das machen wir nicht. Okay. Augen. Gib mir Augenfarbe. Augenfarbe. Okay. Einfach nur braun. Das wäre super. Sollte doch da hier so Standard sein. Ja, braun. Okay. Augenbrauenfarbe ist okay. Kann man so lassen. Ja, genau. Ja. Augenbrauen kann man so lassen. So, was ist das hier?
Schließe deinen Charakter ab. Stimme. Stimme 1. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, ja, Ihnen zu helfen. Super. Okay, wir nehmen mal von Stimme 1. Kann's losgehen. Wunderbar. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Wow, voll metallisch. Das war gar nicht schlecht. Von mir aus kann's. Das sind doch nur ein paar Spinnweben. Also ein paar Stimmen. Von mir aus kann's losgehen. Ich weiß nicht. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und ich etwas Staub. Ich finde die schön, schön nichts deutlich. Die nehmbar. Sehr wahrscheinlich total Standard. Schwierigkeitsstufe auswählen. Geschichte. Auf die Geschichte bezogen und mit minimaler Spielerherausforderung. Leicht. Eine kleine Spielerherausforderung. Normal. Eine ausgewogene. Super. Hättet ihr keine Tooltips für machen müssen. Geschichte. Auf die Geschichte bezogen und mit minimaler Spielerherausforderung. Hört sich ja eigentlich gar nicht verkehrt an, aber ich denke, das hat jetzt nichts mit dem Ablauf zu tun, vermutlich. Also ich lasse es mal auf normal, weil normal, normal. So, gib den Charakter. Gib deinem Charakter einen Namen. Mein Name. Ich bin der Cyrano. Ich bin der Cyrano von und zu Roughnecks. So. Schlafsaal. Hexe. Diese Wahl bestimmt den Schlafsaal deines Avatars und wie andere dich ansprechen. Hexe. Zauberer. Hexe. Zauberer. Keine Ahnung. Ich glaube, ich will lieber ein Hex. Puh. Wir lassen das mal. Worauf stand denn das? Ich glaube, es stand auf Hexe. Wir nehmen einfach Zauberer. So. Ja, gut, okay. Da scheint alles gewesen zu sein. Beginnen wir unsere Reise. Ah, dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unsere neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja. Klar doch. So schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fick. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen Ach. Für das Schuljahr. Oh, hi. Das ist dieser Fick, also schon mal. Eliasar! George! Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam. Also ich... Lieber nicht hier, Eleazar. Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nichts, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Da sind keine Pferde. Okay. Haben die keine Tiere vor? Na egal. Auf nach Hogwarts. Keine Pferde. Ob das so gehört? Gut, dich noch vor der Schottlandreise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht.
Aber da die anderen Fünfklässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Bei Merlins Bart. Wie haben Sie... Halt! Wir wissen nicht was. Wow, wow, okay. Festhalten! Okay, gerade war ich gechillt, jetzt nicht mehr. Okay. Okay. Eichhörnchen. Alles in Ordnung? Okay. Sie sind verletzt. Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Was? Achso, ich muss was tun. Wir trinken. Mega Powertrank. Alles wieder was gut. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er? Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals. Professor? Sir? Wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Okay. Geht wohl langsam los. Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum. Ah, okay. Jetzt kann ich mich frei bewegen. Okay. Ich überlege, ob ich die Grafik noch ein bisschen umstellen. Das ist alles so weich und so. Kennt ihr das, wenn euch das nicht gefällt? Obwohl es ja wahrscheinlich die bessere Einstellung ist. Mal gerade schauen, was das für Unterschiede macht. Wir gehen mal auf Mittel. Also nicht, dass mir die Grafik nicht gefällt, aber es ist alles mit diesen Unschärfen und Weichzeichnen und weiß ich nicht. Ich will nur mal einen Vergleich haben. Okay. Na, wir lassen es mal so, sonst stelle ich es gleich wieder auf hoch. Oh, oh.
Oha. Okay. Wie weit hat uns dieser Portschlüssel nur gebracht? Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen. Glauben Sie... Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Nee. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es ihnen links die Möwe, die kochen kein Stück weiter. Dagegen haben, Entschuldigung. Ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Gut. Lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Okay. Ich stelle es gerade nochmal um, um einfach einen Unterschied zu sehen. Machen wir es mal auf hoch. Will damit eigentlich gerade gar nicht nerven. Was ist denn empfohlen? Niedrig. Okay. Warum? Also ich sehe keine großen Unterschiede. Egal. Wir lassen es mal eben auf niedrig, sonst stelle ich es gleich wieder um. Boah, ganz schön laut hier der Wind. Hör mal. Und der küsst sie hier. Was denken Sie, woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Okay, Leerzeichen. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Sie scheint vergessen worden zu sein. Okay. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet und ist ein Hauptort dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Was? Wo ist ein Pfad? Ich habe mich umgeguckt. Ach, da. Ich komme. Hep. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Okay. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns ihr Können mit dem Zauberstab an. Oh, zaubern. Gute Idee. Fokus auf das Zentrum. Fokus auf das Zentrum. Was? Tippe auf linke Maustaste, um einen Basiszauber zu wirken. Wow, wow, wow. Okay, okay. Ich gehe mal ein Stück zurück. Das ist also ein Basiszauber. Ja, kein Problem. Wow. Ausgezeichnet. Okay. Okay, nutze deine Kamera, um ein aktives Ziel auszuwählen. Also da, wo man vom Zentrum quasi am nächsten ist, so verstehe ich das. Okay, habe ich verstanden. Wow, wow, wow. Okay, okay. Das war etwas holpriger als erwartet. Ah. Ja, okay. Immer was weiß umrahmt ist, ne? Ja, genau. Okay, dann weiß man, wenn ich jetzt da hinten hinziehe. Ja, cool. Verbessert sich immer weiter. Naja, hör mal. Ich hab's voll drauf. Daneben schießen geht ja nicht. Das ist schon mal sehr praktisch. Weiß nicht, ob ich die alle kaputt machen muss, aber ich mach einfach mal. Können wir hier nicht... Ah, ne, da kommen wir ja her. Oh, da ist wieder was zum... Boah, geil, macht da extra so einen Move. Habt ihr gesehen? Wow. Hä? Da oben. Was? Ah doch, man kann doch daneben schießen, wenn kein Ziel mehr... Okay, das macht schon mal Spaß.
Okay, ich komme. Geil. Okay. Nicht mehr weit. Gleich. Ja. Ich bin ja da. Lass mich spielen hier. Boah, der Wind ist so laut. Wahnsinn. Weiß nicht, ob der auch nachher so laut im Stream ist wie hier gerade bei mir. Aber wow. Bleiben Sie ruhig. Reparo. Jo. Reparo. Wow, wow. Ja. So mache ich das auch immer, wenn was kaputt ist. Reparo. Fast geschafft. Juhu. Oh, da kann ich schießen. Weg da. Gott, schau. Hä? Was war das denn? Grab oder so. Quatsch. Warum hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Sieht voll schön aus hier. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Was? Achso, was nicht hergehört? Ich gehöre hier nicht her. Die Minikarte zeigt deine Umgebung an. Mit dir Pfeil in der Mitte. Mit dir Pfeil. Dies ist dein aktuelles Ziel. Achso, mit dir als Pfeil. Jetzt habe ich verstanden. Ich bin dieser pinke Pfeil. Und mein Ziel ist der gelbe Marker. V, um Einzelheiten anzuschalten. V. Ah, okay. Okay. So. Ja, hier, hör mal, das ist doch nicht normal hier. Was ist denn das? Untersuchen. Professor. Professor. Es ist eine Art Wandbild. Vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Wow. Quatsch. Hier können wir doch bestimmt hochklettern. Pass auf. Oh, guck mal, die Schüsseln kann man auch umlaufen. Hier müssen wir lang. Mein Ziel ist ja 32 Meter in die Richtung. Lass mich hier lang. Okay, das scheint mir nicht richtig zu sein. Alleine schon, weil es so... Ja, so... Nicht so aussieht, als sollte man das tun, sagen wir es mal so. Quatsch. Das sind alles... Ah, hier, man sieht es unten auf der Minikarte. Seht ihr das unten links auf der Minikarte, wenn ich in die Richtung gehe? Ja, alles klar, habe ich verstanden. Oh, ne. Professor, die Statue! Vielleicht war dies ein Zuhause. Professor, die Statue. Skandal, aber das sieht doch hier gut aus. Man kann die Sachen auch umlaufen. Da. Ha. Ja, okay. Okay, das sieht gut aus. Kann ich hier auch runterwerfen? Am besten mich nicht dabei runterwerfen. Ich will, dass das runterfällt. Nee, das ist echt hoch hier. Wir gehen weiter. So. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er bloß blockieren? Ich weiß nicht. Check it out. Oh, upsi. Was ist das? Wow. Professor Fig. Wow. Will ich jetzt da... Geh da... Au. Guck mal, was dies hat, Kollege. Seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder dieses Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Was in Merlins Namen? Bei Godrics Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Hä? Oh,
Wir haben uns wohl weggezaubert, portet. Gezaubert, portet. Geil. Das sieht doch schick aus. Da ist jemand. Hallo? Koboldbankier, okay. Unmöglich. Einen Moment. Ach Gott, ist er klein. Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Verlies 12, Zaubererbank. Nehme ich an. Okay. Ganz genau. Schlüssel? Hm? Der Schlüssel Ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Also das scheint mir so eine Art... Bleiben Sie bei mir. Ja, Tutorial-Intro zu sein, ne? Dass man so ein bisschen die Steuerung... Oh, cool. Achterbahn, yo! Oder was, oder wie? Nach Ihnen. Ja, wir fahren mit. Ha! Das sieht ja geil aus. Ich fahre. Bitte. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Okay. Oh, ich dachte, wir dürfen fahren. Oh, dürfen wir fahren? Juhu. Also, die Kamera kann ich bewegen. Wow. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Hauptfoyer. Diese Verliese sind am neuesten. Sind private Eingänge okay, geil. Für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Wow. Gut, die Luft anhalten. Wie bitte? Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Stück liegt noch vor uns. Okay, cool. Wenn das in meiner Bank auch so aussehen würde, würde ich da auch öfter hingehen. Richtig geil. Okay, wir sind da. Verlies Nummer... Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Okay. Sehr, sehr sympathischer Typ. Nicht? Ciao. Ah, machen wir ein Rennen? Doch nicht. Professor, das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Da sind wir. Toll. Ach, jetzt habe ich wieder. Okay. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Entschuldigung. Yo. Sicher ist sicher, oder was?
Vielen Dank für Ihre Hilfe. Warte, ich komm mit. Ich komm mit, ich komm mit. Tag. Was meinen Sie, wonach wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, Gold? Vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. und jetzt? Erfolg. Professor? Das kam jetzt wirklich unerwartet. Hey, da ist was. Die Wand, da, ah, da ist was. Sein. Ja, geh weg. Lass mich da hin. Revelio vielleicht. Was? Revelio? Ja, Ravioli? Ein Enthüllungszauber. Ah. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Oh Gott, halte deinen Zauberstab mit der Maus fest und bewege ihn entlang des Pfades des Symbols, um den Zauberspruch zu lernen. Drücke den entsprechenden Befehl, wenn du dazu aufgefordert wirst, um die Bewegung deines Zauberstabs entlang des Pfades des Symbols zu beschleunigen. Bitte. Was? Achso, okay. Das verstehe ich, in die Richtung, wo ich lang soll. Und das ist dann Leertaste. Start. Okay, los. Nein, da lang. Nein. Oh. Okay, nochmal. Okay, nochmal. Ich bin dann das Ding. Okay, alles klar. Ah, okay, okay. Umso schneller, umso genauer ich hier ziele. Alles klar. Ha! Ich kann zaubern. Ravioli. Achso, er. Er. Revelio. Da, da war etwas. Da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Okay, okay, okay. Nochmal. Wirke Revelio. R. R. Revelio. Eine Tür. Eine Tür. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie drück wissen auf. Nicht, wie man... Drück ich weiß auf. Es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Ja, haben wir. Gehen Sie vor. Untersuchen. Oh, okay. Lumos! Was? What? Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie denn mit verdienen? Glauben Sie, das ist vielleicht eine Art Test? Genau. Okay. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir warte, warte, warte. Ja, ich bleib bei dir. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief ist. Nicht aus Gringotts. Ich bin bereit. Ravioli. Revelio. Nee, passiert nichts. Wie? Revelio, ne? Er sagt es nicht mehr. Okay. Revelio. Okay, das ist ja echt dunkel. Wohin gehen wir? Da vorne ist etwas. Da ist was. Was ist es? Das Leuchten wieder. Diesmal auf dem Boden. Untersuchen. Wow. Okay. Was ist passiert? Ich, wie du weiter vorgehen willst. Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir. Alles gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Vielleicht sollen wir das da uns da so hinknien, ha? Sollen wir uns auch hier hinknien? So? So? So, nee, andersrum. Es muss einen Grund für dieses Spiegelbild geben. Wie kann ich denn auch so knien? Ich will auch so knien. Ich kann nicht mal springen. Ich drück mal wieder hier Revelio. Revelio. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Okay. Das Spiegelbild ist noch da. Aber die Position der Statue passt nicht. Die dreht halt. Sich. Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Hm. Vielleicht hilft hier ja Lumos. Lumos. Oh, neuer Zauber. Halten Sie den Zauberstab? Ja, okay, das habe ich ja mittlerweile verstanden. Das heißt, ich muss einfach bis hier und dann bis da. Richtig? Und hier muss ich Leertaste drücken. Okay.
Ha! Ich werde Zauberer! Lumos! Du hast den Nichtzauber Lumos erhalten, der automatisch dein Zauberset zugewiesen wurde. Lumos lässt die Spitze deines Stabes aufleuchten, damit du ihn in dunklen Gebieten besser sehen kannst. Okay. Tippe 1, um Lumos zu wirken oder zu beenden. Lumos, sehr gut. Okay, an das und aus. Das Spiegelbild super. Dreht sich jetzt zu mir um. Es folgt wirklich dem Licht. Ja, dann folg doch mal dahin, wo du wirklich hingucken musst, nämlich nach hier. Ja. Ich bin so klug. Nennt mich Potter. Harry Potter. Okay, nennt mich anders. Ich bin nicht dieser Potter, von dem alle reden. Achtung! What, what, Kuh? Protego! Protego! Oh Gott. Action hier, oder was? Jo, er hat's voll drauf, der Alte, ey. Und ich? Los! Tschu! Expulso! Au! Was wäre ab? Mit Q. Okay. Ah, Alter. Ah, so geht das. Okay, okay, okay. Scheiße, dann. Ich soll ja Angriff haben, der Name. Ich greife ja keiner an. Ah! Ha! Impulso. Greif mich an. Greif mich doch nicht an. Boah. Ist fast tot, oder? Alfredo. Okay, man kriegt wieder etwas Energie dazu. Das ist gut. Wohin denn? Was sollen wir tun? Völlige Überforderung. Außerdem schreie ich die Nachbarschaft zusammen. Professor! Naja, ich spiele nur Hogwarts. Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Ja, mach doch Lumos hier. Eins. Lumos. Ha. Professor? Wohin soll ich nur gehen? Oh. Hier, wird uns so angezeigt. Was passiert hier? Weiß nicht. Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Boah, die Spuren... Achso, er? Revelio. Lumos. Okay. Ah, da ist doch was. Hier ist was. Ich habe was gefunden. Truhe. Was, habe ich jetzt Geld bekommen? Habe ich ein Inventar? Egal, wir gehen weiter. Ah, da geht Lumos aus, ne? Also, man kann immer nur eine Sache machen, okay. Ah, dorthin führen sie mich. Das Leuchten wieder. Okay. Wow. Und dann muss ich jetzt wieder kämpfen. Lumos. Ah, nee, erst Revelio. Revelio. Ich bin wohl auf mich allein gestellt. Lumos. So. Wow, wow. Alter, schockt mich nicht so. Und nu? Hallo? Ich muss die Statuen vor ihre Spiegelbilder schieben. Hä? Wie vor die Spiegelbilder? Was? Was? Ah, ich muss ich zum Scheitelpunkt? Scheitelpunkt! Ich habe wohl keine Wahl. Ich werde mir meinen Weg herauskämpfen müssen. Okay. Ist kein Problem. Alter. Da muss man aber genau im richtigen Moment das Q drücken. Halte Q während Protego gedrückt, um Gegner mit einem Stupor
Konter zu betäuben. Betäubte Gegner nehmen extra Schaden, die durch goldene Zahlen angezeigt werden. Okay, was soll ich machen? Halte Q während Protego. Ach ja, Q ist Schutz, ne? Und dann soll ich gedrückt halten. Okay, okay. Mach ich. Komm her. Ah nein, gedrückt halten. Ich hab nicht gedrückt gehalten. Ich hab's wieder nicht gedrückt gehalten. Warum denn nicht? Ah, jetzt habe ich es gedrückt, geil. Ah, okay, ich habe verstanden. Oh, ist aber ganz schön anstrengend, Leute. Aber ich betäube sie. Nein, zu früh gedrückt, verdammt. Ha. Da ist doch einer. Den habe ich übersehen. Ha. Ja, wollo. Noch einer? Boah, Alter. Hier ist was los. Puh. Lumio. Nee, Lichto. Lumos. Lumos, danke. Oh Mann, ey. Wahnsinn. Okay, aber bis jetzt doch, finde ich ganz cool. Läuft zumindest schon mal. Ist da wieder eine Truhe? Nein. Jetzt will ich noch eine Truhe finden. Ist das da? Kerzenständer. Okay. Ja, wir sprinten. Ist ja gut. Aha. Okay. Sollen wir wieder hier Revelio? Revelio. Lumos. Okay. Wo ist denn überhaupt dieser Fick? Also den... Wo ist er denn hin? Da gehen wir doch dahin. Wow. Okay. Hier ist was los. Was haben wir hier? Da ist er doch. Da sind sie ja. Wir haben sie. Ach, jetzt sind wir wieder. Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Na, gute Frage. Aber ich habe das hier gefunden, schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium, um Erinnerung zu sehen. Mal sehen. Runter. Wow. Okay. Ja, läuft bei denen. Die nehmen aber sonst nichts so ein oder so, ne? Wir nennen es einfach Zauber. Okay. Alles ist bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist. Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja, und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Wow. Sehen Sie also das Leuchten, das sie umgibt? Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie?
Spuren alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nie. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Das sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Was ist das für ein Wusste ich Gangster? Doch. Renrock. Ach, Renrock. Der mein Babbo. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Okay. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gib mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt und Sie hatten keinen. Wow. Hey. Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Ich gebe Ihnen gar nichts. Tja, vielleicht ist ja der junge Mann hier hilfsbereiter. Nee, ich glaube nicht. Okay. Yo. Transformers ist zu Besuch, oder was? Oh, der ist auf unserer Seite. Ja, mach ihn fertig. Oh, oh, oh. Hier entlang. Professor! Ja. Oh. Oh Gott, Leute, ey. Das ist ja gar nicht verwirrend hier. Alles in Ordnung? Ja, alles super. Ja, alles cool. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihm gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. Ach, hier, der Zug. Das kenne ich aus dem Film. Der von diesem komischen Bahngleis 4¼ oder 3/5 Zoll. Keine Ahnung. Und das ist Hogwarts, alles klar. Okay. Sind wir doch angekommen, ja? Okay, das war jetzt das Intro, ja? Mal eben eine Stunde gezockt oder Geschichte gehört und ein bisschen gespielt. Nicht schlecht. Okay. Krass. Aber nicht schlecht, muss ich sagen. Animiert mich doch glatt, hier weiterzumachen. Aber ich glaube, jetzt geht's erst los, hä? So scheint es mir.
Okay, der lädt hoffentlich noch. Die Schlange unten rechts hat sich eben noch bewegt, jetzt nicht mehr. Ah, jetzt bewegt sich wieder. Okay, das ist schon mal gut. Okay, aber der erste Eindruck war schon mal gar nicht schlecht. Also grafisch sowie auch vom Spielerischen her, von doch, könnte bisher. Ich habe erst gedacht, oh je, was tue ich mir hier an? Sehr wahrscheinlich werde ich nach Folge 1 nie wieder dieses Spiel starten, weil ich halt eigentlich nicht so viel damit anfangen kann. Aber das war doch schon mal hier für auch nicht für Harry Potter-Fans alles schon mal ganz Oh Gott, abenteuerlich. die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint Jo. angemessener. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss Ihnen von George erzählen und Sie vor Renrock warnen. Ich bitte Sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Okay. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Feier geht immer. Let's go, Party. Wup, wup. Okay. Da ist er nicht, Harry Potter? Sagst du da nicht? Phineas, Nigellus, Black. Dem zeige ich noch, wer der Gleich treffen Zauberer Sie hier ist. den Schulleiter. Fick, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Genau. Nun, das Koboldproblem scheint. Kobolde. Ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fick. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich melde mich. Alles klar, bis später. Ah, doch Party. Hello. Das ist doch dieser Harry Potter, oder nicht? Doch, das muss er Professor gewesen sein. Weasley, Naja, noch jemand egal. für die Auswahl. Ah, warte mal, Ruth. Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Das kenne ich auch noch aus dem Film irgendwie. Der Ruth liest meine Gedanken oder sowas. Oh je, der arme Ruth. Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Das ist schon mal richtig. Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen, bestimmte Erwartungen. Boah. Also, ah, okay, ich muss antworten. Ich freue mich auf den Unterricht. Naja, ich will unbedingt erkunden. Ja, ich will lieber erkunden. Ich freue mich darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. In der Tat. Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Ja, bestimmt. Interessant. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für. Was ist es nur? Geiles Stück DNA halt. Was? Ach so. Nee. Ach so. Okay. Kühnheit, Neugier, Loyalität, Ehrgeiz. Ah, da trifft aber Neugier, Ehrgeiz. Ehrgeiz auf jeden Fall. Loyal bin ich aber auch. Okay, Leute, komm, Ehrgeiz, dass ich bin echt Ist es ehrgeizig. So. Ehrgeiz? Es mag engstirnig wirken, aber es ist wichtig, im Leben ein Ziel zu verfolgen. Interessant. Du hast vor kurzem erfahren, dass du eine seltene Fähigkeit besitzt. Ich Eine? spüre wachsenden Ehrgeiz. Ein Streben nach Macht. Okay. Vielleicht gehörst du nach Slytherin. Slytherin. Ach, das ist das Haus, ne? Genau, es gibt ja so Häuser, also so
so verschiedene Gangs, ne? Hier in Hogwarts. House Slytherin, bekannt für Gerissenheit, Ehrgeiz und das Streben nach Macht. Aber Slytherin, das hört sich schon fast zu... Also... Ich strebe nicht nach Macht. Eigentlich hasse ich Macht. Wähle ein anderes Haus, Haus annehmen. Was gibt's denn noch? Was gibt's denn noch? Herr Hut? Achso, es gibt vier Häuser. Was haben wir denn hier? Gryffindor. Haus Gryffindor, bekannt für Tapferkeit, Mut und Ehre. Hört sich schon mal ein bisschen netter an, finde ich. Hufflepuff. 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 Haus Hufflepuff, bekannt für Geduld, Treue und Fleiß. Geduld? Ja, Geduld habe ich auch. Treue und Fleiß. Auch okay. Ravenclaw. Raven. Ein bisschen Party oder was? So Raven oder nicht? Okay. Haus Ravenclaw, bekannt für Intelligenz, kreativ und Scharfsinn. Also kreativ bin ich wirklich nicht. Ich bin nicht kreativ, das passt nicht. Das ist mir zu machtmäßig. Also einer von da oben. Was haben wir hier? Geduld, Treue und Fleiß. Das würde schon tatsächlich hinkommen. Gryffindor. Tapfer. Ja. Mut. Ja. Ehre. Bei Hufflepuff kann ich auf alle drei Sachen auf jeden Fall. Geduld. Yo. Treue. Yo. Fleiß. Yo. Wir nehmen Hufflepuff. Außerdem... Obwohl, Rot mag ich lieber als Schwarz. Nein, wir nehmen jetzt Hufflepuff. Da kann ich bei allen drei Sachen das kommen. Und deine Loyalität gegenüber einem Freund ist der Grund für dein spätes Erscheinen heute. Okay, okay. So, Haus annehmen. F. Wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt ein Hufflepuffler? Was habe ich jetzt genommen? Scheiße. Dann sei es! Ja! Hufflepuff! Ein Hufflepuffy! In welchem Haus ist denn eigentlich Harry Potter? Also nicht, dass mich das jetzt tangiert, aber... Hufflepuff? Nee, Gryffindor, oder? Irgendwie sagt mir Gryffindor was. Ich weiß es nicht. Egal. Ich werde ihn ja bestimmt noch kennenlernen hier. Oh, und eine Sache noch. Ja? Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Was? Ruhe! Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren. Und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Okay, okay. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Entspann dich doch mal. Party vorbei hier, oder was? Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Ich... Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Okay. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber das hat sie sicher noch nie aufgehalten. Richtig, Professor. Das wäre dann der Eingang zum Hufflepuff-Gemeinschaftsraum. Okay. Das ist der Eingang? Richtig. Ich werde es Ihnen erklären. Aber zeigen werde ich es Ihnen nicht, da ein kleiner Fehler bereits für eine Essigdusche reicht. Höchst unangenehm. Sie müssen an das Fass klopfen, zweites von unten, Mitte der zweiten Reihe, im Rhythmus von Helga Hufflepuff. Was? Okay. Sehr gut. Jetzt gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Gute Nacht. Hau rein.
Oh, früh am Morgen. Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Okay. Ah, jetzt geht's anscheinend wirklich los. Okay, jetzt hat er noch was geladen. Was haben wir denn hier alles? Beweg dich doch mal hier flüssig. Okay. Ich will das trinken. Okay. Ja, okay. Jetzt geht's hier richtig los. So, und bevor wir das jetzt machen, liebe Freunde, ziemlich genau ist eine Stunde um. Wir haben jetzt das Intro, Tutorial und die Hausbestimmung hinter uns. Ich bin Hufflepuffler. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich mache jetzt hier einen Cut, denn ich muss auch langsam mal ins Bett. Aber es ist super lustig, interessant und ja, sehr wahrscheinlich gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Also was heißt, ihr habt das nicht für schlecht empfunden, ne? Aber wenn man so einen Hype nicht mitgeht und dann in so ein Spiel kommt, wo man überhaupt nicht weiß, worum es sich wirklich geht, außer das, was man halt so, sag ich mal, 0815 nebenbei mitbekommt. Ja. Bin ich mal gespannt, was mich hier noch erwartet. Aber ich finde das ganz cool, mal so wirklich als Nicht-Harry Potter-Typ hier in so ein Spiel geworfen zu werden. Finde ich ganz lustig. Ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Und bis dahin, Hex, Hex!